have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside. Herr Selig. Herr Selig. Jetzt halten Sie mir bloß keinen Vortrag, ja? Wenn es zu Ihr Privatleben geht, mich überhaupt nichts an. Ich bin nur der behandelnde Arzt Ihrer Frau. Gut, dann sind wir schon mal einig. Ja, aber sobald sich etwas auf die Überlebenschance meiner Patientin auswirkt, dann geht es mich sehr wohl etwas an. Ihre Frau hat gesagt, sie macht die OP nicht, weil sie Angst hat. Aber nicht Angst vor der OP, sondern Angst, sie zu verlieren. Sie spricht von einem Neuanfang mit Ihnen. Sie denkt, dass Sie mit ihr einen Neuanfang wollen. Reden Sie mit ihr. Was soll ich denn mit ihr reden? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Wir haben so viel erlebt miteinander. Und Sie glauben doch nicht wirklich, dass sie die OP macht, wenn sie die Wahrheit wüsste, oder? Aber dann kann sie eine Entscheidung treffen, die auf einer Wahrheit basiert und nicht auf einer Lüge. Kathi wird ab Montag bei Professor Jungblut in Behandlung sein, wegen der Bestrahlung. Vielen Dank. Lenny, entschuldige, ich weiß, dass es spät ist, aber wir müssen uns unterhalten. Nein, die Entscheidung steht und es bleibt dabei. Ja. Sicher. Okay. Bis morgen. Tschüss. Na, was ist schlimm, die Pressemeute? Ach, das Übliche. Sei froh, dass du nicht dabei warst. Du, ich habe gerade mit Lenny gesprochen und ihm gesagt, dass Bille morgen mit uns auftreten kann. Was? Wir haben gesagt, wir haken es ab und es geht nur, wenn ich meinen Frieden mit Bille mache. Bist du sicher? Vorstellen. Ich meine, ihr Mann trifft sich heimlich mit der Frau, mit der er angeblich Schluss gemacht hat. Frau Selig möchte aber wieder einen Neuanfang mit ihrem Mann. Der kann sie natürlich überhaupt nicht gebrauchen, dass sie taub ist. Ergo sagt sie Nein zur OP. Wenn es aber gar keinen Neuanfang gibt, dann wird ihr möglicherweise klar, dass sie in ihrem eigenen Leben mehr hängt als an dem mit ihrem Mann. Du bist aber gar nicht mehr der behandelnde Arzt. Ich weiß. Sondern Professor Jungblut. Ja, ich weiß. Und nach wie vor sehe ich keinen Grund, warum eine Strahlentherapie nicht zum Erfolg führen sollte. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Die kleine Balletttänzerin. Ja. Hätte ihr Leben retten können, Roman, damals. Mich von ihren Eltern breitquatschen lassen, so eine Bestrahlung. Ist doch erst alles gut gegangen. Der Tumor hat sich verkleinert.
Bis er dann schließlich doch gewachsen ist. Ja. Hättest die Blicke der Eltern sehen sollen. Haben sie dir auch noch Vorwürfe gemacht? Ich hätte irgendwie die OP durchsetzen müssen. Irgendwie. Keine Ahnung wie. Irgendwie. Und wer sagte, dass dein Gefühl dir diesmal recht gibt? Ich weiß es nicht. Du hast doch zu mir mal gesagt, Junge, hör auf deinen Instinkt. Na gut, dann mach ich das mal. Frau Selig. Dr. Gruber? Guten Morgen. Frau Selig, Folgendes, ich würde Sie gerne zu mir in die Praxis bitten. Ich würde gerne einen Ultraschall machen, am besten jetzt gleich. Und warum? Weil es kleine Auffälligkeiten in dem Blutbild gibt. Wir sind gerade auf dem Weg zur Probe. Geht es nicht später? Frau Selig, es dauert eine halbe Stunde maximal. Ich bitte Sie, ja? Okay, gut, dann bis gleich. Danke. War das der Gruber? Ja, der will irgendeinen Ultraschall in der Praxis machen. Du schmeiß mich doch einfach auf den Weg raus und fahr schon mal vor. Ich meine, den Ablauf, den könnt ihr auch ohne mich besprechen, oder? Na klar. Und was passiert jetzt mit dir? Es kommt ganz drauf an, warum sie die Koliken hat. Also wenn die einen Fremdkörper gefressen hat, dann schaut es nicht so gut aus. Scheiße. Echt? Ja, mit sowas wirst du immer mal wieder konfrontiert sein, Lilly. Immer mal wieder? Papa, glaubst du immer noch, dass ich das hier länger mache? Lilly. Hans, sie ist für die Arbeit hier nicht geschaffen. Das siehst du doch. Ja, das kann sie mir nach 3 Monaten sagen, aber nicht nach 2 Wochen. Soweit ich das von ihr jetzt beurteilen kann, ist die Nebenniere unauffällig. Und auch nicht vergrößert, okay. Wäre es denn besser, wenn das wäre mit meiner Niere? Ich meine das kurz mal weg, Moment. Ja, in dem Fall wäre es fast besser, wenn die Nebenniere auffällig gewesen wäre. Das hätte unter Umständen der Grund für die Tumorbilder sein können. Hätte sich der Tumor in dem Fall vergrößert? Ja, hätte er. Und hätte mich eine Bestrahlung gerettet? Nee, auf Dauer nicht. Sie wollen also immer noch operieren? Was ich will, Frau Selig, dass Sie einfach mal versuchen auszublenden. Vielleicht die Musik, die Meinung des Mannes. Und ich will, dass Sie sich erst mal selber fragen, was Sie wirklich wollen. Verstehen Sie? Darum geht's. Es geht um Sie. Jetzt würde ich Ihnen gerne ein bisschen Blut abnehmen. Sind sich ihrer Sache ganz schön sicher, oder? Ja, das bin ich. Ja? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Frau Dr. Fendrich wartet draußen. Sie sagt, es sei wichtig. Frau Dr. Fendrich? Frau Bonheim? Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Dr. Gruber? Das ist eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass er Sie mit seinem Auto fahren lässt. Ja, er weiß es auch nicht. Ich habe mir den Schlüssel heimlich genommen. Ah. Entschuldigung, dass ich hier so spontan auftauche, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Ich nehme an, es geht nicht um die Werte von Frau Selig. Nein, der letzte Stand war, dass es nichts Neues gibt. Leider. Also. Habe ich was falsch gemacht? Vermutlich ja, aber ich werde auch zukünftig großzügig darüber hinwegsehen. Wenn Sie im Gegenzug mit Alexander sprechen. Sagen Sie ihm, dass Kinder das Größte sind, was es auf der Welt gibt. Das Allergrößte. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, Dr. Fendrich. Kinder sind das nervenzermürbendste, aufreibendste, teuerste, mitunter auch je nach Alter abweichend, schmutzigste, was einem Leben passieren kann. Bitte. Sie wissen genau, was ich meine. Ja. Und bitte seien Sie überzeugend. Nicht, dass ich eines Tages auf die Idee komme, auch noch vor Ihrer Tür zu stehen. Dr. Gruber? Dr. Fendrich. So. Das war's auch schon.
Alles gut? Ich habe eine scheiß Angst, Dr. Gruber. Zu sterben, taub zu sein, keine Musik mehr machen zu können. Ehrlich gesagt, vor ziemlich allem gerade. Kann mir vorstellen. Sagen Sie, wäre es möglich, dass man Ihre Probe etwas verschiebt, dass Sie vielleicht ein bisschen später kommen? Ich habe Ihnen noch von der Gehörlosenschule erzählt. Entschuldigung, das habe ich Ihnen bereits gestern gesagt, dass ich das nicht will. Genau, und deswegen erkläre ich Sie nicht noch mal. Ich finde nur, Frau Selig, Sie sollten sich mit Ihren Perspektiven, Ihren Alternativen, Ihren Möglichkeiten auseinandersetzen. Irgendwann kommen Sie nicht mehr drum rum. Selig. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, gut, dann lass ich euch mal allein, ne? Ciao. Ja. Wie, Sie wussten, dass ich komme? Ich hätte Sie natürlich auch so erkannt, aber Martin war so freundlich, mich heute Morgen anzurufen. So, hat er das, ja? Wollen wir uns setzen? Bitte. Ganz normale Menschen, oder? Ja, weil sie es nicht anders kannten. Na, nicht alle. Wir haben auch Kinder, die durch Unfälle oder wie möglicherweise bei Ihnen durch Operationen ihr Gehör verloren haben. Nach dem ersten Schock kriegen die meisten schnell die Kurve. Andere entwickeln Depressionen und einige wenige denken sogar an Selbstmord. Wollen Sie mir nicht vielleicht mal was Positives sagen? Ich weiß nicht, ob das hier im Sinne von Dr. Gruber verläuft. Ich sag's Ihnen nur, wie es ist. Man wird Ihnen Ihre Beeinträchtigung nicht sofort ansehen, aber Sie werden eine schwerwiegende Beeinträchtigung haben, die Sie vom Rest der Welt trennt. Und Sie werden lernen müssen, Brücken in Ihre alte Welt zu bauen, indem Sie eine neue Sprache lernen. Das Wichtigste dabei ist, dass Sie Menschen in Ihrem Privatleben haben, die bereit sind, mit Ihrer Beeinträchtigung zu leben. Ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Verstehen Sie das? Ich verstehe das sehr gut, ja. Schauen Sie da mal rüber. Die drei Mädchen da drüben, die sprechen über Sie. Das hier, das sind Sie. Ich glaube kein Wort. Sie diskutieren darüber, ob Sie heute Abend in Ihr Konzert gehen. Aber wie können Sie sich überhaupt ein Bild über unsere Musik machen? Sie lesen die Texte und es gibt Abspielgeräte, die Musik in tiefe Bassfrequenzen übersetzen. Wollen Sie es mal ausprobieren? Nee, vielleicht ein andermal. Vielleicht tut es Ihnen gut, zu sehen, dass es in Ihrem Leben auch weiterhin Musik geben kann. Also, ich muss jetzt wirklich los. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut. Können Sie mich nach Elmau zurückfahren? Zum Dorfplatz? Klar. Ich melde mich bei Ihnen. So, da bist du ja endlich. Wo warst du so lange? Muss ich dir noch warm singen oder können wir direkt mit der Probe anfangen? Ist in Ordnung? Lenny, bitte sag der Crew, dass wir auf die Probe verzichten müssen, weil ich dringend mit meinem Mann reden muss. Kathi, was soll denn das jetzt? Kommst du bitte? Katharina? Hi. Ich wollte mich noch kurz bei dir bedanken. Also, dass ich heute Abend mit euch spielen darf, das bedeutet mir echt viel.
Schon gut, wir sind Profis, ne? Robert, kommst du? Gut, Alexander, gehen wir es nochmal durch. Wir haben also die Nierenproblematik als Grund für den Tumor ausgeschlossen. Ja, und es liegen auch keine chronischen Entzündungen vor und keine Metastasierung, was natürlich das Coolste an der Nummer ist. Das Stoffwechselscreening war unauffällig, genauso wie Ihr Hormonstatus. Genau, und trotzdem haben wir erhöhte Leukozyten und GRF-Werte. Ja, ich habe im Labor schon Bescheid gesagt, dass gleich noch eine frische Blutprobe von ihr rauskommt. Aber Martin, mir gehen langsam die Ideen aus. Ich weiß nicht, was wir noch überprüfen sollen. Übrigens hat Vera irgendwas gesagt von FTP2. Klingelt es da bei dir? Ja gut, ich meine, das könnte schon so machen. Nur können wir dann genauso gut Lotto spielen. Ich sag's nur ungern. Vermutlich gibt es keinen Beweis für ein Tumorwachstum, weil es auch keinen Beweis gibt. Ich meine, eigentlich ist das eine gute Nachricht, auch für den Fall, dass du dich mal irrst. Ja, vielleicht. Alexander, pass auf, schau mal deinen Kalender nach und vielleicht finden wir einen Termin, wo wir beide mal ein Bier trinken können. Ne? Ah, Vera benutzt dich als Waffe gegen mich. Sehr interessant. Alexander, schau, und genau darüber möchte ich dann mit dir in Ruhe reden, okay? Mein einziger Freund verbündet sich mit einer hormongesteuerten Vera gegen mich. Sehr gut. Herzlichen Dank, Martin. Ja, ist alles gut. Genau. Wir sehen uns. Danke dir. Ciao. Ja? Frau Jäger von der Versicherung hat für Sie angerufen. Ach, tatsächlich. Ist es dringend? Ja, ich denke schon. Frau Bornheim? Ja? Kommen Sie doch mal. Ich habe da was für Sie. Danke. Jetzt ist nur noch die Frage, wer ist dieser Thomas? Lerne ich den mal kennen. Am besten bringen Sie mit zum Johannesfest. Und dann machen wir das. Ne? Ja, wie Sie meinen. Danke. Angenommen, ich hätte einen schlimmen Autounfall mit schweren Kopfverletzungen und die Ärzte würden uns sagen, dass ich für immer taub sein würde. Was würden wir dann tun? Was redest du denn da? Robert, was würdest du tun? Naja, wir würden versuchen, mit der Situation umzugehen. Konkret. Was würde aus unserer Musik und was würde aus Selig und Selig? Keine Ahnung. Wir könnten uns aufs Produzieren verlegen oder komponieren. Nicht mehr für uns, sondern für andere. Und was würde aus uns? Versteht die Frage nicht ganz. Was würde aus uns, Robert? Hey, du sprichst von einem hypothetischen Autounfall, ja? Und natürlich würde ich dann bei dir bleiben. Heute Abend auf der Bühne, da lassen wir das alles mal hinter uns. Für 2 Stunden. Nur du und ich. Okay? Lass uns das machen. Ich fahre noch kurz zu Dr. Gruber, der wartet auf eine Antwort von mir. Gut. Ja. Verstehe. Sie haben Schmerzen. Ja. Was ist passiert? Ich wollte diesen Sessel hochheben und dann ist mir wieder Blitz hier in den Rücken eingeschossen. Alles klar. Darf ich mal? Ja. Haben Sie hier Schmerzen? Nein, ich hebe ja. Hier? Ja. Ah, ja. Okay. Kommen Sie mal. Umarmen. Und hopp. Oh. So. Sich mal da hinstellen. Oh. So, nochmal. Hier spüren Sie nichts. Nee. Aber hier? Ja. Ja. Oh, okay. Und hier tut's auch weh. Okay. Gut. Der Ischias lässt grüßen. Ja. Dann kriegen Sie jetzt eine kleine Spritze und dann ist gleich wieder alles gut. Und danach absoluter Schongang. Klar? Schongang? Das geht nicht. Ich muss das Haus noch leer räumen. Um 6 wird das alles hier abgeholt. Aha. Sie ziehen aus? Nein. Ich muss nur ein paar Erinnerungen loswerden. Dann sind noch ein paar Erinnerungen übrig, oder was? Ich hoffe nicht. Das Zimmer von meinem Sohn habe ich nicht angerührt. Alles, was mein Mann angeschafft hat oder wir zusammen, das muss raus. So. Okay. Mhm. Und zapp. So, mal kurz halten noch.
Kann ich helfen, oder? Nee, ist alles gut. Dann setze ich mich mal wieder. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Okay. So. Es wird alles gut. Gut. Dann kann ich nachher den Rest noch rausräumen. Sie machen hier exakt gar nichts mehr. Schongang. Es sind nur noch ein paar Kisten. Wo sind die Kisten? Im Flur. Gut, ich warte auf einen dringenden Anruf und dann hole ich inzwischen die Kisten. Echt? Lilly, hast du einen Moment? Wenn es sein muss. Okay, ich höre. Es geht darum, dass ich natürlich sehe, dass du gerade ein bisschen frustriert bist. Ist ja auch nicht schwer zu übersehen. Der Punkt ist der, ich kann nicht zulassen, dass du so schnell die Flinte ins Korn wirfst. Ja, aber Papa, ihr habt das alles satt hier. Das Arbeiten steht mir bis da. Ehrlich. Lilly, schau, das alles hier, der Gruberhof, das kann einmal dir gehören, wenn du willst. Gut, vielleicht musst du das jetzt auch noch nicht vorstellen können. Vielleicht ist es ein bisschen früh, wenn ich das sag, aber ich bin mir ganz sicher, dass du das Zeug dazu hast, den Hof zu übernehmen. Ich werde dich ab jetzt viel mehr einbeziehen in die Entscheidungen. Und wenn ihr ab und zu für den Peter arbeitet, dann hast du allein das Kommando hier. Wie findest du es? Ich werde darüber nachdenken. Okay. Mach das. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das Wasser besser ist? Ich fahre noch zur Susanne. Alles klar. So, das ist die letzte. Ah! Oh, ich sag. Nein, alles gut, Ballonscherz. Vielen Dank. Eigentlich würde ich Ihnen jetzt am liebsten um den Hals fallen, aber ich glaube, ich bleibe genauso sitzen. Ist alles gut. Danke. Sehr gern. Ich wollte mich auch nur bedanken bei Ihnen, dass Sie Anne geholfen haben. Keine Sorge, der Fall ist abgeschlossen. Gut. Aber ich hatte kurz das Gefühl, dass es eher Sie waren, die Ihrer Anne geholfen haben. Oder? Jo. Ich muss los, Frau Jäger. Falls Sie in 2 Tagen noch Schmerzen haben sollten, dann rufen Sie mich an. Mach ich. Danke. Und Schongang, ja? Ja. Was ich dir mitgebracht habe, mein Schatz. Das hast du dir doch immer gewünscht. Frau Selig. Dr. Gruber? Wie ist es? Konnten Sie Klarheit gewinnen? Ja, ich denke, das konnte ich.
Ich habe meinen Mann gefragt, was er machen würde, wenn ich taub wäre. Was er machen würde? Okay. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er bei mir bleibt. Ja, aber er hat gezögert. Er ist sich unsicher, das habe ich direkt gemerkt. Also wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, um wieder zueinander zu finden. Und deswegen werde ich die OP nicht machen. Okay. Ich meine, Sie haben ja sowieso keinen Beweis, dass der Tumor wachsen wird, oder? Nee, den Beweis gibt's leider nicht. Und über die Risiken muss ich Ihnen nichts mehr erzählen. Nee, nicht nötig. Wissen Sie, vielleicht könnte ich auf die Musik und all das verzichten, aber ich will nicht auf meinen Mann verzichten. Ja. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie heute Abend zum Konzert kommen. Es wird toll. Ja, ich komme, ich freue mich. Okay. Herr Selig, Martin Gruber hier. Dr. Gruber, was gibt's? Herr Selig, wenn Sie zu, Ihre Frau war gerade bei mir. Und sie hat mir gesagt, dass sie die OP nicht macht. Gut. Ja, und zwar macht sie die OP nicht wegen ihrer Musik nicht, sondern wegen Ihnen, Herr Selig. Sie glaubt an eine gemeinsame Zukunft mit Ihnen. Ja, ich bin nur der behandelnde Arzt, ich weiß, aber ich wollte Ihnen nur sagen, sie baut auf Sie. Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ich habe gerade mit Lenny telefoniert, du glaubst nicht, wie viele Leute. Ist irgendwas? Wir müssen reden, Kathi. Es ist wichtig. Du hast gesagt, dass es mit der zu Ende ist. Dass du sie nicht liebst, das hast du doch gesagt, oder? Ich habe ja auch mit ihr Schluss gemacht. Und ich habe wirklich alles versucht, um ihr einzureden, dass ich sie nicht mehr liebe, aber ich wollte das nicht, das musst du mir glauben. Scheißdreck, glaub ich dir. Du, wenn ich mit ihr zusammen bin, dann ist da etwas, was ich bei uns schon lange nicht mehr spüre. Hat Lenny davon gewusst? Klar hat er davon gewusst. Dass ich das nicht gesehen habe. Ich hätte damals gleich gehen sollen. Wirst du die OP machen oder nicht? Ich bin ganz allein, Robert. Nein, das stimmt nicht. Egal, wie du dich entscheidest, ich werde immer noch für dich da sein. Ach ja. Ich rufe Lenny an und sag das Konzert ab. Okay? Ja, tu das. Kathi? Thank you.
Martin. Und? Es gibt eine etwa 0,3 mm dicke Ausdehnung des Tumors da. Ja. Wie geht's ihr? Sie ist wach, klar ansprechbar und hat ganz klar deutlich gemacht, dass sie ihren Mann nicht sehen will. Also den Umständen entsprechend gut. Übrigens, die Belegschaft aus dem Labor hat vor, mit Vera eine Tippgemeinschaft zu gründen. Ja, du weißt doch, ihre Idee mit dem Test FTB2. Du hast doch gesagt, wir könnten Lotto spielen. Okay. Und? Direkt ins Schwarze getroffen. Frau Selig wurde positiv getestet. Alles klar. Ein seltener endokriner Hirntumor. Jetzt haben wir den Beweis. Schwarz auf weiß. Diese paar Zeilen hier besagen also, dass der Tumor wirklich wachsen wird. Ja. Vermutlich schubartig in den meisten Fällen, was wiederum zum CT-Befund passt, der eine eindeutige Vergrößerung zeigt. Dann kann also nur eine Operation mein Leben retten. Ja. Ich werde taub, mein Mann verlässt mich, ich kann keine Musik mehr machen. Das sind genug Gründe, um so eine OP trotzdem abzulehnen, oder? Und? Was haben die Ärzte gesagt? Zumindest haben sie mir nicht verboten, heute Abend auf der Bühne zu stehen. Du hast ja noch nicht abgesagt, oder? Doch, hat er. Nein, hat er nicht. Dann sehen wir uns heute Abend. Kathi, warte doch mal bitte. Martin, wir haben ein Riesenproblem. Morgen früh wartet in der OP ein Team der Neurochirurgie. Wir wissen noch nicht mal, ob deine Patientin überhaupt erscheinen wird. Und wer darf den Ärger dann wieder ausbaden? Du. Natürlich, ich wäre sonst. Ach, übrigens, möchtest du noch einen Satz zu dem Thema, Vera will unbedingt ein Baby haben? Na bitte. Vergeigst dich, Alexander. Ich wäre so gern ein guter Onkel. Und außerdem reicht es, wenn einer von uns beiden alleine alt und grau wird. Willst du einen zweiten Satz? Schieß los. Du wirst ein teurer Vater. Ich? Yep. Und nimm Gin.
Ich lass mir von einem Feuer gehen, der selber nicht mehr brennt. Er hat sich selbst schon aufgegeben, hat sich irgendwo verrannt. Wir sitzen da und schauen versunken zu, wie all die verschwitzten Körper tanzen. Jeden Moment unseren neuen Song Ich bin da singen werde, aber ich möchte euch was sagen. Das war heute mein letztes Konzert für lange Zeit. Die Ärzte haben mir leider gesagt, dass ich in Zukunft kürzer treten muss und ich denke, dass ich gerade dem Ratschlag von einem bestimmten Arzt folgen sollte. Aber wenn ihr denkt, dass ich Robert hier allein lasse auf der Bühne, dann habt ihr euch sowas von geschnitten. Es gibt nämlich eine wunderbare Kollegin, die mich für eine Weile vertreten wird. Und deswegen bitte ich euch, sie mit einem riesen Applaus zu begrüßen. Hier ist sie, die wunderbare Will Reinhardt. Der Morgen ist neu und ich kann schon die ersten Vögel hören. Sie singen ein Lied, sie singen ein Lied. Meine Augen hell wach und ich fühle heute so viel mehr als sonst. Lauf ohne Mühen bergauf. Mein Kopf ist mein Herz und mein Herz ist mein Bauch. Gequält, sie sehen noch nichts. Die Nacht spuckt sie aus. Auf Straßen mit Staus. Ich weg, euch auch. Könnt ihr mich tanzen sehen? Frau Selig? Danke. Hammer. Das war total. Danke. Ich fand's ganz toll. Freut mich. Ich werde morgen pünktlich in der Klinik sein für die OP. Ja, ich werde auch da sein. Sie sind mutig. Wenn Sie Hilfe brauchen, egal wann oder wie, ich werde für Sie da sein. Danke. Gute Nacht. Dort oben links von der Ritteralm das besonders schöne Feuer? Ja. Ihre Möbel? Meine Möbel. Würden Sie es eigentlich für möglich halten, dass Sie mich in meinem wunderbar leeren Haus mal besuchen, zum Beispiel auf einen Kaffee? Klar. Gerne. Oh. Ich habe gar keine Kaffeemaschine mehr. Sie haben die Kaffeemaschine entsorgt? Als allererstes. Es war so ein sauteures italienisches Teil. Mein Mann hat immer ein Wahnsinns-Tamtam darum veranstaltet. Bis ich meinen Espresso nach dem Essen gekriegt habe, war ich immer schon eingeschlafen. Okay. Ja gut, aber das ist die Frage, liegt es am Kaffee oder liegt es am Mann?
Entschuldigung. Ja. Naja, vielleicht wollte er mich auch einschläfern, damit er mehr Zeit für seine Affären hatte. Okay. Aber ein Kaffee in der Kaffeemaschine ist spannend. Ja. Denken Sie drüber nach. Sie wissen ja jetzt, wo Sie mich finden. Ja. Gute Nacht. Und der Rücken? Gar nicht gut. Lilly? Hier. Da bist du. Die war gesucht. War ein schönes Fest, oder? Ja. Na, was machst du denn? Job suchen. Okay. Für die meisten braucht man einen Führerschein. Lass mal sehen. Ich habe da drüber nachgedacht und mich gefragt, vielleicht hast du ja Lust, bei mir in der Praxis so als Aushilfe anzufangen. Du meinst, wenn ich schon nicht den Hof übernehme, dann lieber deine Praxis. Wird es jetzt ein Konkurrenzkampf zwischen euch? Ach Quatsch, nein. Ich möchte jetzt auch nicht dazu bringen, dass du Medizin studierst, jemand. Da müsstest du vorher die Matura haben. Ich habe mir gedacht, dann lernst du mal so einen Arbeitsalter kennen. Hm? Mit dir als Chef? Ja, also nein, deine Chefin wäre dann vermutlich eher die Frau Bornholm. Oh Gott. Wieso? Na, denk drüber nach, das könnte doch nett sein. Das ist dein Ernst? Magst du echt, dass sie bei dir in der Praxis anfangen? Ja, klar. Ich brauch die Lilly aber auf dem Hof und ganz sicher nicht bei dir in der Praxis. Also schlag's dir aus dem Kopf, ja? Wow. Hans, bitte. Lass es einfach, Martin, ja? Denk drüber nach, ja? Warum machst du das? Willst du mir beweisen, dass du ihr richtiger Vater bist? Ist es das? Hans, ich will überhaupt nichts beweisen. Aber ja, ich bin ihr richtiger Vater. Und als richtiger Vater habe ich das Recht dazu, mir über ihre Zukunft Gedanken zu machen. Und wenn du nicht aufpasst, Hans, dann knallst zwischen dir und ihr aber gleich so gewaltig, dass du gar nicht mehr schauen kannst. Und wenn du weiterhin möchtest, dass sie auch deine Tochter bleibt, dann musst du was lernen. Nämlich sie loszulassen.